der Begriff, die Definition der Menopause, die Blutungsfreiheit von einem Jahr. Wir können erst retrospektive sagen, das sei dann die letzte Periode gewesen. Das ist die Definition der Menopause. Diese ganze Zeitspanne der Wechseljahre dauert 10 bis 15 Jahre im Minimum und ist nicht einfach definiert letzte Periode. Bedingt durch das Ganze das Abfallen der Östrogene, des Gelbkörpers, des Progesterons und im höheren Alter, eben gegen 60, auch noch der Androgene, der männlichen Hormone der Frau. Die Prämenopause ist dadurch charakterisiert, dass sich der Zyklus der Frau verändert. Vorher ist es in der Regel so, dass es eben jeden Monat zu einer Blutung kommt, die dann vielleicht 3 bis 5 Tage dauert. In der Prämenopause verändern sich plötzlich die Abstände. Es können kürzere Zyklen sein, längere Zyklen, mal 2 Wochen, mal 6 Wochen. Und es ändert sich auch häufig die Stärke der Blutung. Was besonders wichtig ist zu wissen, ist, dass es zu recht starken Blutungen kommen kann, die dann vielleicht auch 8, 10 Tage lang dauern und die dann manchmal mit einer Blutarmut sogar einhergehen. Die Postmenopause ist dann dadurch gekennzeichnet, dass keine Perioden mehr auftreten. Man spricht von der Menopause, das ist die letzte Periodenblutung. Und Postmenopause beginnt dann gewissermaßen ein Jahr nach der letzten Periodenblutung. Dort machen sich andere Symptome bemerkbar. Diese Symptome sind dann bedingt durch den Östrogenmangel. Also am Anfang gibt es immer noch etwas Östrogenfluktuationen, Schwankungen und langsam geht dann die Östrogenproduktion zu Ende. Also beginnen die Symptome des Östrogenwechsels sind die Hitzewallungen, Schlafstörungen, manchmal auch Herzjagen, manche Frauen auch Gelenkbeschwerden. Und dann, wenn die Östrogene niedrig sind oder ganz langsam aufhören, produziert zu werden, dann kommen typischerweise so die vaginale Trockenheit dazu, manchmal auch Schmerzen beim Verkehr und eben auch nicht selten Blasenbeschwerden oder etwas häufigere Blaseninfekte. Die Behandlung der menopausalen Symptome, das heißt der Wechseljahrsymptome, teilt sich in 2 Ebenen ein. Wir haben zuerst die phytotherapeutische Ebene, das heißt die pflanzenheilkundliche Ebene mit Cimicifuga racemosa, das heißt mit der Pflanze Traubensilberkerze, und danach die konventionell medizinische mit der Hormontherapie mit Östrogen und Gestagenen. Bei diesen Symptomen können grundsätzlich alle Frauen betroffen sein. Wir wissen heute, dass so das mittlere Alter, wann die Menopause eintritt, so etwa zwischen 52 und 53 liegt. Die hormonellen Veränderungen sind schlussendlich für alle Frauen die gleichen. Da wissen wir nicht genau, warum die eine Frau das sehr stark spürt und die andere Frau nun sehr wenig Beschwerden hat. Was ganz wichtig ist, sie soll sich mit einer Fachperson in Verbindung setzen. Sie soll die Symptome erzählen. Danach kann die Fachperson, sei es jetzt ihr Gynäkolog als erster Ansprechpartner oder auch in der Apotheke als auch in einer Drogerie, können die Fachpersonen Hilfe leisten. Wichtig ist, dass sie die Ernste und Wünsche ernst nimmt, sich mit dem auseinandersetzt und diesen Entscheidungsprozess eingebunden ist. Was möchte ich? Wo gehe ich hin? Was hat das zu bedeuten für mich? Ernst nehmen das Ganze, das ist entscheidend. Sich auseinandersetzen.